zur Podiumsdiskussion sehr hochkarätig besetzt. TV-Hundetrainings, Shows im Licht des Status quo in Österreich. Vielleicht einleitend, denke ich, ist diese Tiermesse ohne Tiere der absolut geeignete Ort, um dieses Thema zu diskutieren, denn die Idee dieser Tiermesse, zumindest so wie ich sie verstehe, ist, dass man Utensilien, Materialien, Informationen anbietet, um einfach in einer Mensch-Tier-Beziehung ein tiergerechteres Leben gegenüber dem Tier zu führen. Das Tier ins Zentrum zu stellen, das Anliegen, Bedürfnisse der Tiere ins Zentrum zu stellen. Und wir gehen jetzt einen Schritt weiter und hinterfragen jetzt sozusagen nicht nur die Materialien und Informationen, die vorliegen, sondern auch unser Verhalten, wenn es darum geht, zu fragen, wie schaffe ich es, dass Tier und Mensch, in diesem Fall Hunde, in einer Großstadt zum Beispiel, dem Tier entsprechend miteinander leben können. Also finde ich das einen sehr geeigneten Ort, diese Diskussion zu führen. Und der zweite Anlass dieser Diskussion ist natürlich der Inhalt, nämlich dass in vergangenen Wochen doch zunehmend sich die Gemüter erhitzt haben über Veranstaltungen oder bevorstehende Veranstaltungen von sehr renommierten, an der Öffentlichkeit bekannten TV-Hunde-Gurus oder wie man immer sie bezeichnen mag, die eine Diskussion, die sehr wichtig ist, ans Licht geführt hat, nämlich was bekommen wir kommuniziert über das TV, über das Fernsehen an Trainingsmethoden, sind das effiziente Methoden, sind die gestellt, wirken die und wie schaut das eigentlich bei uns aus? Ich werde jetzt kurz unsere Hunde vorstellen, mit einigen Fragen versuchen, uns Informationen zu entlocken und dann, denke ich, aus einer Diskussion aus würde ich mich sehr freuen, wenn auch von Ihnen Beiträge kommen, Fragen an die Experten hier am Podium gerichtet werden. Fangen wir sitzen alle zu meiner Rechten eigentlich, mit der Ursi Eigner an. Frau Eigner, Bundesministerium für Gesundheit und selbst auch ausgebildete Hundetrainerin, sozusagen eine Frau im Fach. Neben ihr Christine Ahand, Institut für Tierhaltung und Tierschutz an der Veterinärmedizin Wien, aus der Wissenschaft. Frau Sunny Bennett, wo ich erfahren habe, dass sie ihre Abschlussarbeit ebenfalls an der Veterinärmedizin über Tiertrainingsmethoden verfasst hat, vielleicht auch sogar noch ein bisschen spezieller reingeblickt hat ins Thema, der wir dann mit Fragen versuchen, ihr ein bisschen Wissen da herauszukitzeln und ist tierschutzgeprüfte Hundetrainerin. Herr Erik Schmidt, ein Mann vom Fach, Amtstierarzt in Bregenz, Facharzt für Tierhaltung und Tierschutz. Zu seiner Rechten die Frau Iris Schöberl, Universität Wien, Präsidentin der Vereinigung österreichischer HundetrainerInnen. Ich habe es gegendert und geschafft. Ich weiß nicht, ob ich das noch einmal zusammenbringe bei der heutigen Diskussion. Okay. Und last but definitely not least, dann der Herr Karl Weißenbacher vom Messel-Institut Veterinärmedizin der Universität Wien. Okay. Gut, dann würde ich mal grundsätzlich so mal vielleicht mit der Frau Ahand beginnen wollen. Hundetraining, Methoden des Hundetrainings, was sagt denn uns die Wissenschaft dazu? Was ist so der Status quo vom Wissen, was eine anerkannte Methode, effiziente Methode ist und vielleicht auch unter dem Blickwinkel, was ist denn hier tiergerecht? Also aus Sicht der Wissenschaft ist es ganz klar so, dass aggressive Methoden, also Methoden, die auf Straf basieren, mal ganz gut sind. Hört man immer nicht, oder? Hallo? Okay, also fangen wir nochmal an. Aus der Sicht der Verhaltensmedizin oder der angewandten Ethologie ist es ganz grundsätzlich mal so, dass Methoden, die auf Strafe basieren oder eben aggressiven Methoden basieren, dass die grundsätzlich abzulehnen sind. Das hat verschiedene Gründe, das werde ich Ihnen dann auch noch kurz erklären. Es ist zum Beispiel so, dass in einer Verhaltenstherapie, also wenn wir in der Verhaltenstherapie mit einem aggressiven Hund oder einem ängstlichen Hund oder einem Hund mit einem Verhaltensproblem konfrontiert werden, dann ist eine der ersten Maßnahmen einmal
jede Art von konfrontativen Methoden, also strafbasierten Methoden, zu stoppen. Der Grundgedanke ist dabei, dass Verhaltensprobleme wie Angst oder Aggression von sehr starken negativen Emotionen ausgelöst werden und dass man eben anstatt diese Emotionen, also dass man die nicht verstärken darf durch weitere konfrontative Methoden, man arbeitet dann so, dass man versucht, diese negativen Gefühle in positive Gefühle umzuändern und das eben über belohnungsbasierte Erziehung mit verschiedenen Methoden. Es gibt verschiedene Studien über den Vergleich von Trainingsmethoden, also belohnungsbasierte und strafbasierte Methoden. Und da hat man zum Beispiel herausgefunden, dass die strafbasierten Methoden wirklich mit allen Arten von Aggression, also sei es jetzt Aggression gegen den Besitzer, sei es Aggression gegen Fremde, sei es Aggression gegen andere Hunde, dass da ein Zusammenhang besteht. Das heißt, Halter, die ihre Hunde häufiger bestrafen, deren Hunde verhalten sich aggressiver. Man findet auch Zusammenhänge mit Angstverhalten und da eventuell gibt es Hinweise darauf, dass eventuell speziell kleinere Hunde stärker betroffen sind, weil sich die vielleicht einfach alleine schon durch den Größenunterschied noch bedrohter fühlen. Es gibt auch eine Studie, wo man gefunden hat, dass Halter, die ihren Hund häufiger bestrafen, dass deren Hunde im Spiel gehemmter sind, dass die nicht so frei mit ihrem Halter spielen können. Wahrscheinlich, weil sie sich mehr fürchten. Und dass diese Hunde auch seltener Kontakt zu fremden Personen aufnehmen. Das Problem bei den aversiven Methoden ist, dass die, um zu wirken, zumindest unangenehm sein müssen, ab einer gewissen Intensität auch natürlich Angst erzeugen und das merkt man auch mit dem Stress. Und wenn sie nicht korrekt angewendet werden, also man muss sich da auch noch an bestimmte Regeln halten, wenn sie nicht korrekt angewendet werden, dann kann das so weit gehen, dass der Hund chronisch gestresst ist oder sogar unter erlernter Hilflosigkeit leidet. Das heißt, er verfällt dann in eine Starre und macht eigentlich gar nichts mehr. Die Beziehung zum Halter wird auch massiv geschädigt, also das Vertrauensverhältnis zwischen Halter und Hund wird massiv geschädigt. Wir wissen auch, dass aversive Maßnahmen gefährlich sind für den Halter. Das heißt zum Beispiel, wenn Halter Methoden verwenden, wie den Hund anstarren, um ihn zu bestrafen, also eigentlich was, was relativ subtil ist, dann reagieren ca. 30% der Hunde mit Aggressionsverhalten. Und wir wissen, dass die aversiven Maßnahmen gefährlich sind für die Hunde. Zum Beispiel gibt es einen dokumentierten Fall, einen publizierten Fall von einem Hund, wo diese Strangulationsmethode angewendet wurde, die man auch in gewissen Fernsehsendungen sieht. Und dieser Hund ist gestorben, der musste euthanasiert werden, weil er ein schweres Gehirnödem hatte, durch ein ca. 60 Sekunden langes Strangulieren, also in die Höhe halten angewendet. Ja, also um zeitgemäßes Training, da sind die Ergebnisse eben ganz anders. Zeitgemäßes Training besteht eben Belohnen von richtigen Verhalten und Ignorieren oder Verhindern von problematischem Verhalten. Und da finden wir Zusammenhänge mit weniger Verhaltensproblemen bei den Hunden. Diese Hunde lernen schneller neue Aufgaben und diese Hunde sind gehorsamer. Und wir wissen auch, dass deren Halter zum Beispiel geduldiger sind im Training und im Spiel mit dem Hund interaktiver sind. Häufigere Belohnungen beschleunigen das Lernen, das weiß man auch. Und wenn man Halter befragt nach dem Erfolg von diesen verschiedenen Maßnahmen, sei es jetzt zum Beispiel Futterbelohnungen oder den Hund schimpfen mit einem lauten Nein, dann werden durchgängig sämtliche Methoden, die auf positiven Maßnahmen beruhen, als wesentlich erfolgreicher von diesen Hundehaltern von Problemhunden eingeschätzt als Methoden, die auf aversiven Maßnahmen basieren. Also zum Beispiel jetzt nur als Beispiel Futterbelohnungen werden 87% der Halter als erfolgreich eingeschätzt. Ein lautes Nein zum Beispiel wird nur von 48% der Halter als erfolgreich eingeschätzt. Und ein Beispiel möchte ich noch bringen für die Gefährlichkeit für den Halter. Da gibt es einen ganz direkten Vergleich vom gleichen Kontext, dem Hund etwas wegnehmen müssen. Also wenn sich der Hund, sagen wir, den Socken vom Hundehalter holt und die Hundehalter versuchen, dem Hund das mit Zwang wegzunehmen, dann weiß man aus dieser einen Studie, dass hier 38% der Hunde mit Aggression reagieren. Und wenn sie das tauschen, was also gegen etwas anderes austauschen, dann sind es nur 6% der Hunde. Das heißt, die belohnungsbasierten Maßnahmen sind in diesem direkten Vergleich wirklich für den Halter viel günstiger. Darf ich dann ganz kurz einhaken? Also für mich würden sich zwei Fragen daraus ergeben. Das erste ist, der Hundehalter wird sich jetzt nicht mit der akademischen Literatur auseinandersetzen, bevor er sich einen Hund anschafft, sondern er wird hergehen, sich einen Hund anschaffen und dann wird es wahrscheinlich die Frage stellen, okay, wo kriege ich meine Information her, wie ich denn dieses Tier halten soll.
Und das eine wäre wahrscheinlich, dass man sich eben aus dem Fernsehen, oder wollte ich jetzt die Frage an die Frau Bennett richten, ja, welchen Einfluss sozusagen auf Hundehaltung in ihrer Art der Methodik im Umgang mit dem Hund TV-Programme oder diskutierte Veranstaltungen haben oder wie sehr die da beeinflussen. Und nach Ihrer Beantwortung gerne den Herrn Weißenbacher fragen, denn wenn ich jetzt dann zu einem Hundetrainer gehe, wer sagt mir, was ist ein Hundetrainer? Was gibt es da für Ausbildungen? Wie kann ich mich als Hunde sozusagen vergewissern, dass ich hier sozusagen einem tiergerechten Hundehalter, Hundehalterin, gegendert bitte, ja, sozusagen jetzt mein Vertrauen schenke, mir das richtige Verhalten einem Hund gegenüber beizubringen? Also TV-Hundetraining ist sicher ein Wegbereiter für die professionelle Erziehungsberatung, seit es solche Formate gibt. Überlegen wesentlich mehr Leute einfach, okay, ich habe ein Problem mit meinem Hund, vielleicht sollte ich da mal einen Hundetrainer drüber schauen lassen. Das heißt, es ist durchaus ein Türöffner. Solche Formate laufen oft unter dem Deckmantel einer artgerechten Behandlung, wo dann eben damit argumentiert wird, man behandelt den Hund wie ein Hund, also man verhundlicht den Menschen im Endeffekt. Der Mensch versucht wie ein Hund den Hund zu korrigieren, indem man ihn anstupst und zu einem Biss simuliert oder solche Sachen. Das ist aber tatsächlich nicht artgerecht, weil die Hunde durchaus verstehen, dass wir keine Hunde sind und so wird ein falsches Bild vermittelt. Hundetraining-Serien fallen in das Genre des Coaching-TV und des Affektfernsehens. Und da ist einfach ganz wichtig zu beachten, dass diese Formate deswegen produziert werden, weil Werbung auch verkauft werden sollen. Ganz einfach, damit wir möglichst viele Zuschauer haben, damit wir möglichst viele Werbungen anbieten. Das heißt, im Affektfernsehen wird damit plakativen Begriffen gearbeitet, das sind hochgefährliche Hunde, das sind Red Zone Dogs, das hört sich recht wissenschaftlich an. Da kann natürlich nicht jeder dazu, da braucht man anscheinend einen tollen Experten, der durch das Format und durch das entsprechende Intro einfach so hochzivilisiert und hochgepusht wird, dass niemand auf die Idee kommt zu sagen, hat dieser Mensch überhaupt irgendeine Art von Ausbildung oder Qualifikation da im Fernsehen uns zu erklären, wie man mit einem Hund umgeht. Und aufgrund dieses Formats, genauso wie was auf Schwarz und Weiß in der Zeitung geschrieben steht, muss wahr sein, Zuschauerinnen sehen das im Fernsehen und denken halt einfach, das wird total authentisch, das hat Reality-TV-Charakter, das ist ja total real, das muss ja wirklich sein. Und man sieht aufgrund der Abgeschlossenheit des Formats dann einfach auch immer ein scheinbar positives Ergebnis, ohne aber zu sehen, was die möglichen Nachwirkungen davon sein können. Wie eben gesteigerte Aggression gegenüber Artgenossen, gegenüber Familienmitgliedern, gegenüber Fremden. Und wenn man sich zum Beispiel die Cover-DVD, also das DVD-Cover von bestimmten solchen Serien anschaut, dann steht da drauf, das ist die Hit-TV-Show, die dir hilft, eine großartige Beziehung mit deinem Hund zu haben. Und dann sieht man aber, wie herumgestupst wird oder herumstranguliert wird. Und wir haben vorher gerade gehört, das beeinträchtigt die Beziehung zwischen Hund und Halter ganz massiv, vollkommen abgesehen davon, dass eine Gefahr für Dritte einfach entsteht. Und es wird aus diesem Grund oft ein Warnhinweis eingeblendet, wo quasi steht, bitte nicht nachmachen ohne professionelle Anweisung. Wenn man sich das aber aus der medienpsychologischen und kommunikationswissenschaftlichen Sicht anschaut, ist aufgrund dieses Aufbaus dieses TV-Formats dieser Hinweis psychologisch vollkommen wertlos. Und wenn man sich anschaut, Diskussionen zu einschlägigen Artikeln über bestimmte TV-Persönlichkeiten, sieht man da auch immer wieder in den Kommentaren, ja, man soll es nicht nachmachen, die es nachmachen, sind doof, aber bei mir funktioniert es ganz großartig. Und das passt halt irgendwie nicht ganz zusammen. Okay, danke. Ich meine, das ist ja die Auflage eben für die Freundin Sicher Weißenbacher. Ich habe den Experten Hundetrainer sozusagen im TV, heißt das, das ist auch bei, was ist ein Hundetrainer, was ist der sogenannte Experte, gibt es eine Qualifikation dafür, wie schaut, ist das bundesweit geregelt, wenn Sie uns da ein bisschen ein Licht ins Dunkel bringen können.
Hundetrainer ist grundsätzlich einmal jeder, der sich als Hundetrainer bezeichnet. Das ist die österreichische Gesetzeslage, das ist leider so. Das heißt, als Hundehalter haben sie bis vor 2 Jahren absolut keine Möglichkeit gehabt zu beurteilen, ist das ein guter Hundetrainer mit einer guten Ausbildung oder Trainerin oder ist das ein Hundetrainer oder Trainerin mit keiner Ausbildung und der sich auch so bezeichnet. Basierend auf das Tierschutzgesetz hat dann eben das Bundesministerium für Gesundheit 2012 die Verordnung zur tierschutzkonformen Ausbildung von Hunden erlassen. Und da geht es genau darum, dass von Hundetrainern gefordert wird, dass sie ein Mindestwissen im Bereich Veterinärmedizin, im gesetzlichen Bereich über Ausbildung, Prävention, Verhalten und Lernen haben. Und das dann auch in einer Prüfung unter Beweis stellen. Die Prüfung besteht aus 2 Teilen, nämlich der theoretischen und praktischen Teil, das heißt, da sieht man den Umgang mit dem Hund. Das heißt, die Trainer, Trainerinnen können sich, und das ist ein bisschen so die Seite, die mich nicht ganz glücklich macht, auf freiwilliger Basis qualifizieren. Das ist eine Bundesverfassung, das heißt, das gibt im gesamten Bundesgebiet von Österreich, dieser tierschutzqualifizierte Hundetrainer bzw. Hundetrainerin. Wir kennen die anhand des Gütesiegels. Ja? Tierschutzqualifizierte Hundetrainerin, Hundetrainer. Was wir als Qualifizierungsstelle am Messerinstitut machen, wir sind zu verstehen wie ein TÜV. Das heißt, wir haben keine eigenen Interessen, wir bieten auch keine Trainer aus. Wir geben aber allerdings sehr wohl vor, was wir prüfen und wie geprüft wird. Das heißt, die Trainerinnen und Trainer können zu uns kommen, können sich prüfen lassen und unterwerfen sich dann auch gewissen Richtlinien, nämlich, dass sie sich regelmäßig fortbilden müssen, dass sie regelmäßig überprüft werden können. Das heißt, wir können Vorortkontrollen machen, wir können Kontrollen machen über Auszubildende. Das heißt, wir können wirklich das ganze Programm fahren, was für den Hundehalter, für die Hundehalterin einfach den Vorteil bietet, dass die wissen, okay, tierschutzqualifizierte Hundetrainerinnen und Hundetrainer müssen einen gewissen Standard erfüllen, sind unabhängig kontrolliert, werden unabhängig geprüft und müssen sich auf- und fortbilden. Ansonsten wird das Ganze wieder aberkannt. Und das ist einfach der Riesenvorteil, den wir damit bieten. Und die Methodik ist für uns ganz klar, das muss wissenschaftlich basiert sein, es muss auf gesetzlicher Basis ruhen und es muss auch ethisch entsprechend vertretbar sein. Das haben wir auch alles im Messerinstitut. Und damit können wir ruhigen Gewissens unsere Trainerinnen und Trainer prüfen, überprüfen und ruhigen Gewissens sagen, okay, die Trainer, Trainerinnen, die dieses Gütesiegel tragen, haben eine gute Ausbildung im Bereich Familienhundeausbildung. Das heißt, es gibt ein Netz, dass die wirklich Problemhunde behandeln können oder trainieren können. Ja? Das ist wieder ganz ein anderer Bereich, da muss man schon ganz strikt trennen. Und das ist auch das, was wir von den Trainerinnen und Trainern fordern, dass sie ihre Kompetenzen auch erkennen. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass jeder weiß, wo er steht in der Gesellschaft, wo er seine Ausbildung hat, was er gut kann und wo er sagt, okay, das ist mir jetzt, das überfordert mein Wissen, da bin ich nicht mehr kompetent genug. Da habe ich einen anderen. Und diese Schnittstelle bieten wir auch, wo wir sagen, gut, in dem Fall ist es gescheiter, der Hund wird da oder dort weiter trainiert und auch therapiert. Und da können die Ärzte dazu, da können aber auch Verhaltensberaterinnen, Verhaltenstrainerinnen dazu. Herr Eisenbacher, ganz kurze Zwischenfrage noch, eine Zahl vielleicht. Können Sie sagen, wie viele tierschutzfachgerecht geprüfte HundetrainerInnen es gibt und nicht? Wir prüfen jetzt ziemlich genau ein Jahr. Wir haben in Österreich ungefähr 500.000 Trainerinnen. Trainer und bis jetzt haben 60 die Prüfung erfolgreich absolviert, ein Drittel ungefähr fällt durch. Ja, das heißt, es ist nicht so, dass die Prüfung abgeholt werden kann. Da gibt es Raum nach oben. Definitiv, ja. 60 von 500.000. So ist es, es ist 1,07%, wenn das genau ausdrücken. Das ist die Zahl, die ich wollte. Nein. Danke. Ich würde ganz gerne wirklich die Runde einmal durchführen. Geht das? Ja, ich würde trotzdem, dass jeder einmal kurz, dass wir den Themenbereich umfassen und dann bitte aufheben die Frage und dann das sozusagen die Diskussionsrunde eröffnen. Und ich würde gerne jetzt die Frau Eigner
fragen, weil das Bundesministerium für Gesundheit ja auch angesprochen wurde. Einerseits diese PET-Expo findet ja auch statt, weil es eine Diskussion gegeben hat, ob man Tiere im Rahmen von Tiermessen lebend zur Schau stellen soll und was das für eine Auswirkung auf diese Tiere hat. Jetzt sind wir hier bei einem Musterbeispiel, wo das eben nicht passiert, wo man da Rücksicht genommen hat, und haben aber Veranstaltungen, anscheinend die für sehr hohes Aufsehen sorgen, die vielleicht keine Aktivitäten auf der Bühne durchführen, die tierschutzwidrig sind, aber vielleicht anleiten, es durchzuführen, die mit dem Gesetz in Widerspruch stehen. Wie ist ein Prüfverfahren, das Genehmigungsverfahren, kann das angehen? Das ist die erste Frage, dass man sozusagen etwas, ich sage es jetzt provokant, Illegales sozusagen anleitet, was eigentlich gar nicht passieren darf. Beziehungsweise, das gilt natürlich auch für den TV-Bereich, das ist klar, weil das ist natürlich schwierig. Wenn ich das deutsche Privatfernsehen anschaue, weiß ich nicht, ob der österreichische Gesetzgeber hier eine Handhabe hat. Und die zweite Frage ist, wir haben gehört, es gibt jetzt eine Qualifikation für Hundetrainer, aber für mich stellt sich immer noch die Frage, der Hundehalter geht ja, der nimmt sich dieses Tier ohne Fortbildung. Es gibt meines Wissens nach nur einen Hundeführerschein für gewisse Problemhunde. Ist das nicht zu wenig? Sollte man hier nicht sozusagen die Anforderung stellen, dass jeder, der einen Hund hält, sich auch vielleicht vorher qualifiziert, wie man mit diesem Tier umzugehen hat? Also ich werde mal der Reihe nach beantworten. Also in dem Fall, dass die PET-Expo hier Tierschutz, also sich dem Tierschutz verschreibt und keine Tiere ausstellt, ist auf freiwilliger Basis und ist leider Gottes gesetzlich überhaupt kein Muss. Also das ist ja sehr positiv zu werten. Aber genau so kann man eben auch sehen, dass eine Unterhaltungsshow, wie sie im September angeboten wird, nicht vorab durch tierschutzrechtliche Maßnahmen verhindert werden kann, weil noch nicht einmal bekannt ist, ob und wenn, in welcher Form dort Tiere überhaupt gezeigt oder ausgebildet werden. Also hier haben wir leider Gottes keine Handhabe. Nur auch noch nebenbei zur Information ist es natürlich so, dass die Exekution der Bundesgesetze Ländersache ist. Also der Tierschutzgesetze, das alles ist Ländersache. Von daher hat leider Gottes der Bund hier auch keine Weisungsrechte. Also es gibt hier leider Gottes vorab keine gesetzliche Handhabe, diese Unterhaltungsshow, als die sie angemeldet ist, zu verhindern. Weil du angesprochen hast, dass Hundetrainer bzw. Hundehalter sich vorab informieren sollten und nicht erst, wenn ein Problem auftritt, auch das ist natürlich sehr, sehr wünschenswert. Es gibt auch wieder bundesländerspezifische Unterschiede, das heißt, in Wien, Niederösterreich und auch in anderen Bundesländern gibt es sogenannte Rasselisten. Das ist einfach eine Auflistung von diversen Hunden, die angeblich gefährlicher sein sollen als andere Rassen. Und da müssen die Hundehalter oder Hundehalterinnen entweder vorab oder nachdem sie den Hund erworben haben, einen Hundeführerschein oder einen Sachkundenachweis ablegen. Wünschenswert wäre dies natürlich, wenn das alles überhaupt erst vor der Hundeanschaffung passieren würde, damit eben sich die Leute, die zukünftigen Hundehalter, adäquat informieren über die Bedürfnisse der Hunde und auch, ob überhaupt ein Hund in mein Leben passt, weil häufig werden Hunde total, ja, von heute auf morgen praktisch den Kindern gekauft und nach 2 Jahren ist der Hund zu groß oder zu schlimm inzwischen, wenn man sich nicht adäquat um die Erziehung gekümmert hat und der Hund wächst dann einfach über den Kopf und die Tierschutzhäuser sind voll. Mein Danke ist natürlich, die Situation ist denke ich, ein Problem. Ja? Vielleicht kann uns in dieser Situation der Herr Schmidt vielleicht das noch ein bisschen jetzt vertiefen und dort anschließen, wo die Frau Eigner aufgehört hat, weil Sie als Amtstierarzt, denke ich, können aus der Praxis dann sagen, wenn oder wie schaut die Praxis aus? Die Häufigkeit von Fällen, wo Sie sagen, hier ist ein mangelnder Informationsbedarf beim Hundehalter, beziehungsweise dass es hier definitiv zur falschen Anwendung von gewissen Methodiken gekommen ist und einer zu einer tierquälerischen Aktivität. Wie schaut da die Praxis aus? Also wir kriegen immer wieder Mitteilungen, dass auf dem einen oder anderen Hundeplatz unsachgemäß gearbeitet wird mit Gewalt. Das ist dann immer eine Schwierigkeit, das tatsächlich nachzuweisen. Da brauchen wir natürlich Belege. Wenn es nachweisbar ist, dass
mit Elektrohalsbändern oder mit Schadhalsbändern gearbeitet wird, ist relativ einfach. Die Dinge werden beschlagnahmt, man macht das Strafverfahren. Aber die große Diskrepanz sehen wir, es ist in meinen Augen fast ein Glaubenskrieg in der Hundeszene. Da ist die paramilitärische Fraktion, die sagt, der Hund kriegt einen klaren Befehl, wenn er es macht, ist gut. Und wenn er es nicht macht, kriegt er eins auf die Mütze. Und die andere Fraktion, die Leckerli-Fraktion, oder, die dann fast wieder abgleitet in anti-autoritäre Erziehung, funktioniert auch nicht immer, aber ist mir deutlich sympathischer, muss ich dazu sagen, funktioniert auch besser. Aber das ist einfach dann dieser Graubereich der Praxis, wo aber die Leute wirklich fast aufeinander losgehen. Aus Überzeugung, das ist richtig, das ist falsch. Für uns im Vollzug ganz schwierig. Und es gibt noch kein Gesetz gegen Dummheit oder falsche Beratung. Den Wunsch von der Frau Eigner kann ich aus Praxiserfahrung absolut unterstützen. Also ich kämpfe seit Jahren dafür, habe es aber leider auch noch nicht geschafft, dass es eine verpflichtende Ausbildung gibt für jeden Hundehalter, für jeden. Also nicht nur für Listenhunde und bitte schon auch keine Schnellsiederkurse. Und also eine TV-Show ist der Schnellsiederkurs par excellence, das kann man sowieso vergessen. Ich lehne aber auch in anderen Bundesländern, Salzburg zum Beispiel, 2 Stunden oder in Oberösterreich und Steiermark sind es 4 Stunden. Das kann man auch vergessen. In der Zeit, ich habe selber solche Kurse gemacht. Ich bin da Anhänger von dem bayerischen Modell, von der Tierärztekammer Bayern. Das sind 6 Abende mit 2 Stunden und da muss man sich richtig sputen, dass die Leute das einmal eins lernen. Aber ohne das geht es nicht. Und wenn wir das nicht flächendeckend herkriegen, werden wir immer mit den Folgeschäden oder mit den Kollateralschäden zu tun haben. Danke, Herr Schmidt. Frau Schöberl, im Kurzgespräch vorher, was für mich sehr interessant war, war, dass in Bezug auf die Diskussion von Dominanz und dem Rollenspiel sozusagen, welche Rolle nimmt der Hund zu Hause ein, ja, der Laie, ich inklusive, sicher auch die Vorstellung hat, okay, der stammt vom Wolf ab, und da gibt es das Rudel und da gibt es die Alpha-Tiere und die Beta-Gamma, was auch immer Tiere. Ja. Die Wissenschaft bringt neue Daten hervor. Wie schaut das denn jetzt aktuell aus mit der sogenannten Rudeltheorie und auch mit dem Dominanz? Also Rollenspiel ist immer ein sehr passender Begriff. Es ist ein Spiel scheinbar, nur der Hund hat keine Ahnung, welche Rolle er darin hat. Es geht primär von Menschen aus. Die Wissenschaft ist übrigens gar nicht neu. Die erste Publikation in diese Richtung ist 1999 gewesen, also 15 Jahre her. Manch einer könnte das schon gelesen haben. Es gibt sogar in Deutsch, also es ist für jedermann erhältlich. Generell ist es so, was ist ein Rudel? Ja, müsste man mal definieren. Ein Wolfsrudel, und ja, es ist Fakt, dass Hunde von Wölfen abstammen, das ist auch schon nachgewiesen. Ein Wolfsrudel ist nichts anderes als ein Familienverband. Das definiert sich durch Elterntiere, die sich fortpflanzen, Jungtiere haben, vielleicht noch im nächsten Jahr wieder Jungtiere haben und somit ein Rudel gemeinsam bilden. Und ja, die Elterntiere sind, wenn man es so sagen mag, die Ranghöheren, so wie wir Eltern oder jeder, die Eltern sind für Menschen, auch ihren Kindern Schutz bieten, Sicherheit bieten, bestimmen vielleicht, wann sie rausgehen dürfen, wie lange sie rausgehen dürfen. Und wenn man das als Dominanz definieren möchte, dann bitte, generell ist es ein Familienverband, wo die Eltern, die ihre Sicherheit bieten, Schutz bieten, verfügbar sind und bis zu einem gewissen Grad Ressourcen kontrollieren, aber letztendlich ist der zuerst, der am meisten Hunger hat. Das heißt, Dominanz definiert sich nicht oder Rang definiert sich nicht über Ressourcen, sondern letztendlich, wer wann, wie oft eine Situation anführt, sozusagen auch zur Verfügung steht, im positiven Sinne, um Sicherheit zu geben. Vielleicht eine kurze Nachfrage dazu, weil Dominanz und Trainingsmethoden, die ein Tier dann unterordnen und bitte akzeptiere, dass du hier sozusagen der Zweite bist. Wenn ich aber jetzt einen Hund habe, aus dem Tierschutzhaus, ich mehrere Ziele, hole ich mir den Hund aus dem Tierschutzhaus. Die Geschichte ist vielleicht, dieser Hund wurde früh entnommen, ist vielleicht geschlagen worden, abgegeben worden, ist in eine zweite Familie gekommen, er war wieder einer anderen Methodik im Umgang ausgesetzt und trägt, nehme ich einmal an, einen Schaden davon. So, kann ich da mit einem Leckerli-Training sozusagen noch irgendwas bewirken, anti-autoritär? Vor allem damit.
Also noch ganz kurz ergänzend zuvor, es gibt ca. 24 Definitionen von Dominanz, das heißt, man möge sich eine aussuchen und weiter diskutieren. Das heißt, das Thema Dominanz können wir mal ad acta in den Papierkorb schmeißen. Vor allem bei traumatisierten Hunden, und ja, Hunde merken sich negative Erfahrungen, ja, sie reagieren auf Dinge, die sie schlecht erfahren haben, emotional, oft mit Angst und oder Aggression. Und wenn ich da jetzt mit Strafe, mit Gewalt, und das muss gar nicht so brutale Gewalt sein, wie manche Fernsehsendungen gezeigt, da reicht schon der Leinenruck oder mal ein zu scharfes Anreden oder ein Runterdrücken, dass ein Hund, der vielleicht geschlagen wurde, entsprechend darauf reagiert. Viele reagieren mit Angst, manche reagieren mit Aggression. Das heißt, ich habe die Wahl. Ich hole den Hund über Bestätigung ab, über Belohnung, über Leckerli, über Spiel und positive, freundliche Interaktion. Das bedeutet, ich schaffe Vertrauen und gebe Sicherheit. Da komme ich sicher weiter bei einem traumatisierten Hund und auch bei einem nicht traumatisierten Hund, bei einem Welpen. Also wenn ich über Strafe und körperliche Gewalt arbeite, die dem Hund das negativ gespeicherte Bild von Menschen bestätigt und mit viel Pech reagiert dieser Hund irgendwann mit seinen Zähnen und ich habe ihn in meinem Gesicht. Der Hund ist der, der eingeschläfert wird, der Mensch nimmt sich den nächsten. Okay, das würde ich jetzt sozusagen mal im Raum stehen lassen und die Fragerunde eröffnen und würde ganz gerne Ihnen zunächst mal das Wort geben. An Herrn Weißenbacher, wegen dem Tierschutz qualifizierten Hundetrainer. Ich habe schon länger was davon gehört. Meine Frage war immer, an und für sich haben wir vielleicht in 3 Jahren um die 150 tierschutzqualifizierte Hundetrainer. Die alle zum Überprüfen, ob die richtig arbeiten oder nicht. Es gibt viele Hundetrainer von der alten Schule, die noch Kette, Leinenbund, bla bla bla. Wenn die Prüfung schaffen, aber so weitermachen und die Leute suchen sich den aus, hat das ja überhaupt keinen Sinn. Also diese Prüfung ist ja auch das Ziel als Konsument in dem Fall, als Hundehalterin, immer die Möglichkeit, uns direkt zu kontaktieren. Ja? Das heißt, natürlich hat jede Überprüfung immer irgendwo Lücken. Das ist uns klar. Wir überprüfen auch stichprobenartig. Aber Sie haben die Möglichkeit, sich zu beschweren. Wenn Sie sagen, Sie waren bei einem Training, bei einem tierschutzqualifizierten Hundetrainer oder Trainerin und Ihnen kommt vor, das ist nicht so, wie es sein soll, dann haben Sie die Möglichkeit, dass Sie uns direkt kontaktieren, per E-Mail, per Telefon und dann sagen, ich war dort bei dem Training, das ist so und so abgelaufen und dann laufen bei uns die Kontrollmechanismen genauso an. Ja. Die Erstbesitzer, die komplett Unerfahrenen, die können das ja nicht einschätzen. Die werden von den Hundetrainern, wird das erklärt, ja, das musst du so machen. Und die machen das so. Also ich kenne sehr, sehr viele solche Menschen, die mit dem Ersthund immer beim falschen Trainer waren. Nein, das glaube ich Ihnen auch. Ich kenne das ja aus eigener Erfahrung. Aber wie gesagt, diese Möglichkeit gibt es, die habe ich ansonsten ja gar nicht. Ja? Und wenn irgendwo was passiert, da können uns versichert sein, das kommt uns zu. Ja, und dann laufen die Kontrollmechanismen an. Okay. Die werden natürlich auch recht. Wir haben in der ersten Tranche haben wir die Early Birds, das sind die Trainerinnen und Trainer gewesen, die sowieso immer tierschutzkonform gearbeitet haben, die immer sauber gearbeitet haben, wo wir genauso Kontrollen machen, aber wo wir ziemlich sicher sein können, dass das passt. Ja, jetzt kommen, und man hat es ja gesehen in der Anzahl der Prüfungen, ja, jetzt kommen die Normalen, die Umlernen. Wobei, da muss man auch dazu sagen, Respekt vor diesen Personen, dass sie sagen, okay, ich stelle mich einer Prüfung, ich habe jede Gemeinde mitgemacht in den letzten 20 Jahren, die es so gegeben hat, weil ich es nicht anders gewusst habe. Ja, und weil wir ja keine Orientierung gehabt haben. Jetzt gibt es eine Orientierung mit der Hundetrainerverordnung, aber auch das Messeninstitut gibt die Orientierung vor, wie eine Ausbildung aufzusehen hat, nämlich tierschutzkonform. Und dementsprechend mache ich das oder ich will das machen. Dass die natürlich nicht gefeit sind, dass sie hin und wieder in altes Verhalten zurückfallen, das ist mir durchaus klar. Ja? Aber für mich ist es auch einmal wichtig, dass sie sagen, okay, ich will das machen, ich will umlernen und ich stelle mich auch der Überprüfung. Okay. Und das ist es, ja. Der Weg, dass der Weg einfach da eingeschlagen wird in eine
tierschutzkonforme, eine vernünftige Hundeausbildung, die auch das Wohlbefinden des Hundes in Betracht zieht, nicht nur das Wohlbefinden vom Menschen. Und das ist das Wesentliche. Und da haben wir als Koordinierungsstelle einfach immer das Wohlbefinden des Hundes im Sinn, und ansonsten haben wir kein Interesse. Ja? Herr Kreisenbacher, Sie hoffen indirekt, dass der Herr Milan demnächst zur Prüfung erscheint. Das wäre schön, ja, dann können wir ihm aufzeigen, was er alles falsch macht. Okay, gut. Nächstes Jahr berichten wir über das Prüfungsergebnis. Karin Bühl-Kramstetter, ich mache gerade eine zweijährige Ausbildung bei Schuhhaber. Und über Dominanz und Leittier könnte man viel, viel diskutieren. Ein Aspekt ist mir ganz wichtig, nämlich egal ob das Mensch, Hund, Pferd oder was auch immer ist, weil ich auch immer, man muss dem Hund zeigen, wer der Chef ist und wer der Führer ist. Wenn wir uns überlegen, was macht eine gute Führungskraft, eine gute Führungspersönlichkeit, egal bei welchem Lebewesen aus. Das ist sicher nicht derjenige oder diejenige, die sich mit Gewalt und Kraft und Beißen und Ziehen Respekt verschaffen muss, sondern durch Souveränität. Das heißt, Führungspersönlichkeiten, egal ob im Menschen- oder Tierreich, werden immer diejenigen sein, die souverän sind und dadurch sich Vertrauen und Anerkennung schaffen und nicht diejenigen, die versuchen, mit Gewalt irgendwas durchzusetzen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den wir auch immer wieder mit diskutieren sollten. Danke. Ich würde gerne was anmerken dazu. Es gibt auch eine aktuelle Studie, die vorschlägt, dass Hunde nicht dem dominantesten, sondern dem freundlichsten folgen. Und was im Übrigen einfach, glaube ich, auch ganz wichtig wäre, in diesem Kontext da mal anzusprechen, ist, was ist überhaupt Gewalt und wo fängt das an? Wenn wir über Gewalt sprechen, meinen wir womöglich was anderes, als Otto Normalverbraucher versteht. Und zwar geht es nicht darum, dass, wenn wir von Strafe sprechen, dann bezieht sich das immer zurück auf die Lerntheorie und dann geht es darum, dass man etwas Unangenehmes hinzufügt, um ein Verhalten unwahrscheinlicher zu machen. Das heißt, das muss gar nicht, das muss auch einfach nur sein, wenn ich gerne hätte, dass der Schmied ein bisschen umgeruckt, dann mache ich halt so. Kann jetzt aber, wenn der Herr Schmidt halt gestandener Mann ist, auch fühlt er sich womöglich bedrängt und sehr unwohl und eingeschüchtert. Und das sind subtile Sachen, die Individuen als Gewalt wahrnehmen können. Das ist eine Körperhaltung, das ist ein lauter werden mit der Stimme, das ist ein blödsinniges Um- und Umstupsen oder so. Das entscheidet letztendlich der Empfänger und nicht der Sender. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass selbst wenn ich jetzt sage, okay, ich wollte meinem Hund nicht wehtun und habe ihn da jetzt aber von der Straße weggezahlt, ändert nichts daran, dass das für meinen Hund keine tolle Erfahrung war. Wurscht, was meine Intention dahinter war. Und das ist, glaube ich, einfach das, worüber die Leute nachdenken müssen, weil auch wenn meine Intention was Gutes ist und ich den Hund vielleicht retten möchte oder mein Kind retten möchte oder sonst was, gebe ich dem womöglich auf jeden Fall mit und er sagt, okay, das hat mir ja die Frau die weht an, das nächste Kind halt immer, aber ganz sicher auf Distanz, indem ich nach vorgehen. Die Vereine wollte noch was ergänzen und ich bitte schon um die nächsten Meldungen des Rat in die Hand kurz zu geben. Ja, nur kurz die Frage war, was ist psychische oder physische Gewalt? Auch das steht zumindest rein theoretisch im Gesetz recht genau definiert, nämlich dass es nicht nur verboten ist, einem Hund Schmerzen zuzufügen, sondern ihn auch in schwere Angst zu versetzen. Ja? Das ist natürlich, steht am Papier, aber es ist genauso psychische Gewalt und es ist eben auch ein Anschreien theoretisch nach Tierschutzgesetz verboten. Kurz zur vorherigen Frage, ganz ingeniert. Bitte kurz. Ja. Zum Thema Aggression und Ranghöchste und dergleichen, es zeigt sich eben, wie die Dame gesagt hat, sehr wohl auch bei Wölfen, dass die Ranghöchsten, die Leittiere, am wenigsten aggressiv sind, sondern die es nötig haben, aggressiv zu sein,
letztendlich die ganz Unteren sind, die schon knapp davor sind, das Rudel zu verlassen. Und in freier Wildbahn steht es frei zu gehen, wenn es zu intensiv wird. Unsere Hunde können nicht gehen, die müssen bleiben. Und es gibt sogar am Wolf Science Center Seminare für Manager und Führungspositionen, die am Bild des Wolfsrudels lernen, wie subtil und fein miteinander kommuniziert werden kann, ohne von oben ständig einen Deckel geben zu müssen. Ja, zwei Dinge würde ich gerne ansprechen. Und zwar ins Vorarlberg, da gibt es auch eine Rasseliste, da sind irgendwelche Rassen, zum Beispiel der Ridgeback ist dort oben, der wurde als gefährlich eingestuft. Und dort müssen die Leute eine Hundeschule absolvieren. So, in Vorarlberg haben wir genau eine tierschutzqualifizierte Hundetrainerin. Und diese Verordnung halte ich schlichtweg für gefährlich. Ich habe einen Rottweiler drüben und eine Hündin im Training gehabt in Vorarlberg. Die wurden durch Hundeschulen, die sie besuchen mussten, aggressiv gemacht. Da sollte man sich vielleicht überlegen, ob man das ändern kann. Ich weiß, dass Herr Erik Schmid dort auch sicher nicht der Meinung ist und dort auch seit Jahren auch dagegen kämpft. Zweite Geschichte. Diese ganzen, zum Beispiel die Idee mit den 12 Stunden Ausbildung ist schon mal eine ganz, ganz tolle Idee, aber man muss sich bewusst sein, dass im Fernsehen jeden Tag etwas anderes propagiert wird. Und nicht nur auf den Privatsendern, sondern im ORF, von staatlichen Geldern finanziert, werden immer irgendwelche selbsternannten Hundeguru-Fuzis geholt und geben Tipps an die Bevölkerung. Und man muss sich bewusst sein, dass 6 Stunden, ich meine, das ist eh schon viel, aber die anderen Maßnahmen sind meistens eben 1 oder 2 Stunden an einem Abend. Das ist ganz lieb, aber ich finde das fast ein bisschen niedlich, wenn man bedenkt, die Leute gehen heim und sehen dann im Fernsehen andere Dinge. Und wem werden sie glauben? Dem im Fernsehen? Natürlich. Der wird schon qualifiziert sein, sonst wäre er nicht im Fernsehen. Also ich denke, hier wäre vielleicht mal Zeit, dass man wirklich da einfach an die Presse auch geht und weil über das Fernsehen erreicht man wesentlich mehr als über, ja, das ist die billigste, einfachste. Okay, danke schön. Ich würde gerne den Herrn Schmid bitten, da kurz zu antworten, dann vielleicht Herr Weißmann. Ja, wir bemühen uns wirklich schon seit Jahren und ich bin eigentlich eher Anhänger einer Push-and-Pull-Strategie, also dass man nicht die Leute zwingt, was zu machen, sondern auch Anreize bietet. Und dieser Hundeführerschein nach dem bayerischen Modell, den kann man selbstverständlich verpflichtend machen, aber der wird deshalb nicht attraktiver, sondern ihr braucht wirklich ein gutes Angebot, ein gutes Schulungsangebot, wo die Leute auch profitieren davon, dann machen sie es auch gerne. Und ich kann das ja auch belohnen. Zum Beispiel, das machen einzelne Gemeinden, aber es ist ganz schwierig. Da treibt halt der Föderalismus auch seine Blüten. Jede Bezirkshauptmannschaft vollzieht die Gesetze ein bisschen anders und jede Gemeinde macht mit der Hundesteuer anders. Also es geht von 15 Euro bis 150 und genauso dieses Anreizsystem. Aber es kommt sehr gut an, dass zum Beispiel Leute, die so einen Kurs freiwillig machen, dann in dem Jahr keine Hundesteuer zahlen. Ne? Also da könnte man schon Modelle entwickeln, wo nicht nur mit Zwang, sondern auch mit Anreiz die Tendenz gesteigert wird. Es ist immer schwierig, oder? Ob der Tierschutz qualifiziert, die Hundetrainer, die fangen jetzt mit 1% an, aber es ist immer noch besser, wie 100% die es nicht haben. 1,7. 0,7. Da muss ganz genau nehmen. Nein, aber zu dieser, ich meine, was wir einfach machen müssen, das sind Sie alle auch aufgefordert, informieren, ausbilden, informieren und entsprechend informieren. Was wir von der Qualifizierungsstelle auch machen und mit unseren Prüfern machen, ist, wir haben vor 4 Wochen, 6 Wochen einen Workshop für Journalisten gehabt, um eben genau darüber zu informieren, auf was sie achten sollten. Ja. Es waren, ich habe 5 erwartet, das ist eine niedrige Zahl, es waren 9 oder 10 waren da, also bei weitem übertroffen. Aber es ist dieses ständige Einreden wie auf ein krankes Pferd sozusagen, um zu sensibilisieren, dass die Journalisten und Journalistinnen auch achten, was sie machen, was sie schreiben, wenn sie sich nicht ganz sicher sind, dass sie nachfragen bei den entsprechenden Stellen, ist das jetzt richtig, entspricht das der Wissenschaft, entspricht das der aktuellen Gesetzgebung oder ist das komplett weg? Ich gebe Ihnen recht, ORF, das macht uns mehr als unglücklich. Ja?
Und das sind aber genau die Journalisten, die nicht kommen. Nichtsdestotrotz müssen wir weiter informieren, weiter darauf drängen und gleichzeitig aber auch Lobbying betreiben über das Parlament, über Parlamentarier, über Landesräte, Landtagsabgeordnete, um die Gesetzgebungen entsprechend zu verändern. In der Steiermark haben wir ja ein gutes Beispiel, dass die Hundeabgabe gekoppelt ist an eine Ausbildung bei einem tierschutzqualifizierten Hundetrainer und Ablegen einer Verkehrstauglichkeitsprüfung. Übergangsfrist bis Ende 2015, absolut toll. Nur was der ÖKV gemacht hat, der hat seine Vereine informiert, das ändert sich eh nichts. Ja? Das heißt, die fahren eine komplette Verunsicherungsstrategie für ihre Vereine, was mich eigentlich schon sehr, sehr sauer macht, weil es im Gesetzestext und in der Verordnung, in der Abgabeverordnung komplett anders streng anstellt. Aber auch da müssen wir einfach drauf drängen und immer hart bleiben. Und die Möglichkeit haben wir als Universität, als unabhängige Stelle, dass wir da im hart bleiben können und aber auch gehört werden von der Politik. Danke, Herr Weißenbacher. Herr Schmidt, ich habe jetzt noch zwei Fragen hier auf jeden Fall gesehen und ich würde auch noch gerne stellen und hier noch eine dritte. Okay? Ja, ich habe eine Frage an Sie, und zwar gibt es, dass man selber den Hund auch, einen aggressiven Hund selber so halten kann, dass er lieb sein kann? Also das ist mir schon passiert. Ich hatte einen Hund, einen komplett aggressiven Hund von der Frau Klima vor Jahren gekriegt, ja. Und der war nur aggressiv auf mich zuerst, auf meine Tochter und auf meinen Mann, auf die ganze Familie. Und ich habe ihm so viel Liebe und Geduld gezeigt, dass er ganz brav ist. Es war der beste Hund dann. Ich glaube, da kann eine kompetentere antworten als ich. Ich könnte auch antworten, aber das geht tatsächlich um die irische Überleitung. Also das Beispiel zeigt ja schon, dass es möglich ist und das zeigt auch genau das, was ich vorhin erwähnt habe, dass durch Geduld, durch positive Erziehung, durch Bestätigung, Förderung und sichere Führung diese alten negativen Emotionen, die auch schon vorhin erwähnt wurden, in neue sozusagen umgewandelt werden. Die Erinnerung bleibt. Wir können keine Erinnerung auslöschen. Wenn ein Hund Schlechtes erfahren hat, die Erfahrung ist da. Man kann aber so arbeiten, dass er lernt, nicht alles ist böse und nicht jeder ist böse. Und diesen Menschen vertraue ich. Und da funktioniert es dann normalerweise sehr gut. Und das ist ein schönes Beispiel, das das zeigt. Also ich bin ja auch selbstständige Hundetrainerin und bei mir sind genau solche Hunde hauptsächlich auch im Training, die eben unerwünschtes Problemverhalten zeigen, mitunter angstaggressives Verhalten. Und ich erlebe es häufig, dass mir erzählt wird, am Anfang waren die Hunde brav, dann gab es Maßnahme XY, Alpha-Wurf, Zischen, Nein, Pui aus. Und erst dadurch wurden die Hunde zu Problemhunden gemacht. Ja, das ist eben die Gefahr an Dominanz- und Rangordnungsbasierten Methoden, wie man es auch im Fernsehen sieht. Und auch aus dem Grund, also jetzt nicht nur aus tierschutzrechtlicher Sicht, sondern auch aus generell Sicherheitsperspektive für die gesamte menschliche Bevölkerung oder Umwelt, ist es eigentlich ein Wahnsinn, solche Methoden noch weiter zu verbreiten. Ich hätte eine Frage zur Hundeerziehung, und zwar, was soll man machen, wenn der Hund, also wie soll man dem Hund jetzt eigentlich Grenzen aufzeigen, wenn man eigentlich fast nichts mehr tun darf? Wie soll man dem Hund Grenzen aufzeigen? Weil man kann ja zum Beispiel nicht zuschauen, wenn der Hund die Möbel anfrisst oder so. Man kann es ja nicht ignorieren. Ja, gute Frage, wichtige Frage. Also ganz kurz, ich ziehe da den Faden von den zwei Beispielen, was die Dame scheinbar richtig gemacht hat, sie ist auf Aggression, nicht mit Aggression eingegangen. Hätte sie das gemacht, dann wäre die Aggression wahrscheinlich stärker geworden und hätte zu realen, also noch schlimmeren Problemen geführt. Und somit hat der Hund gelernt, okay, wenn ich aggressiv bin, habe ich keinen Erfolg damit, ich kriege nicht das, was ich will und ich muss mich auch nicht verteidigen und er kann die Strategie ablegen. Jetzt habe ich einen jungen Hund oder einen erwachsenen Hund, den ich vielleicht übernehme, und unbekannte Vorgeschichte, und auch junge Hunde zum Beispiel zerkauen mal Gegenstände und dergleichen. Es gibt viele Strategien, mit denen man arbeiten kann. Abbruchssignale sind generell nichts Schlechtes und nichts Böses. Die Frage ist, wie baue ich diese auf? Ich kann ein Nein, ein Aus, ein Stopp so aufbauen, dass der Hund weiß, wenn er etwas abbricht, gibt es was viel Besseres. Ich muss ein Nein nicht aufbauen, indem ich den Hund niederbrülle, sondern ich kann sagen, wenn du das nicht nimmst, kriegst du hier was viel Besseres. Das heißt, ich habe einen Hund, der verlässlich, wenn er auf der Straße einen Giftköder erwischt, was vorkommt leider, ich ein Nein oder ein Aus, je nachdem, was ich konditioniert habe, und der spuckt aus und kommt Freudestrahlen zu mir und rennt nicht weg und inhaliert es schnell. Und das Gleiche gilt für die Couch, die er zerkaut. So konditioniert man eine Verhaltenskette, oder?
dann geht der Hund ja erst recht wieder zu, kaut, weil dann war es ja kriegerig. Ja, gutes Argument. Ist immer die Frage, wie man es aufbaut. Ja, das heißt, man muss es immer wieder aufwischen dazwischen. Man kann auch die Zeit etwas erhöhen sozusagen dazwischen. Das ist kein Thema. Das geht schon um mit dem Rückruf koppeln. Das ist auch das Wichtige. Zum Beispiel bei einem Abbruch, wenn der Hund gern Jogger jagt, ja, ist es schön, wenn ich sage, stopp, und er bleibt beim Jogger stehen und hört zwar auf, den zu fressen, aber kommt nicht retour. Man kann das mit dem Rückruf koppeln und dann habe ich zumindest eine Verhaltenskette, die ich möchte. Ja. Und mit der Couch, warum kaut er an der Couch? Hat er Stress? Ist er jung und zart? Vielleicht gerade braucht er Ersatzobjekte, an denen er kauen darf. Ja. Das heißt, wenn ich nicht weiß, woher das Verhalten kommt, ist es natürlich schwierig, daran zu arbeiten. Oft weiß man es nicht, auch dann kann man daran arbeiten, indem ich vor allem auf der Positivschiene bleibe und mit Geduld Dinge rauskriege. Es wirkt nicht so schnell wie manche andere Methoden, die im Hinterhof praktiziert werden. Es dauert vielleicht eine Zeit, dafür ist es nachhaltig und der Hund will mich nicht fressen als Resultat. Das ist natürlich eine sehr schöne Sache, wenn der Hund gerne mit mir arbeitet und nicht nur, weil er Angst hat vor mir. Frau Arndt, kurz dazu, dann habe ich hier noch eine Frage und hier noch eine Frage. Was man dazu auch sagen und was du jetzt vergessen hast zu sagen, ist, dass man auch mit Management viel machen kann. Also wenn der Hund zum Beispiel kaut und das Teppich ankaut und das ein Welpe ist, dann räume ich den Teppich in der Zeit, in der Zahn zum Beispiel, einfach weg und gebe ihm stattdessen eben die Trockenmutter oder was auch immer, Dinge zum Kauen. Und was auch ganz wichtig ist, eben darauf zu achten, bevor man an einem Problemverhalten arbeitet, ob überhaupt die essentiellen Bedürfnisse des Hundes erfüllt sind. Und Kauen zum Beispiel gehört zu einem essentiellen Bedürfnis des Hundes. Ja, und zwar zunächst einmal, Herr Meisterbach, ich habe zwei Sachen. Sie haben erwähnt, dass der bildungsqualifizierte Hundetrainer derzeit eher die Erziehung umfasst und haben dann deutlich gesagt, es gibt dann eben auch noch die Leute, die mit unerwünschten Verhalten mit Problemen arbeiten. Ich halte diese Aussage für sehr gefährlich, weil genau das passiert, dass dann die Leute sagen, ja gut, Sitz, Platz, Platz, das können wir mit belohnungsbasiertem Training aufbauen, aber wenn ich ein Problem habe, dann funktionieren dann nur noch diese Methoden. Gibt es irgendwas, was angedacht ist, um sich da quasi nicht diese zwei Stufen zu machen, weil wir haben ja derzeit ein freies Gewerbe und da heißen Hundetrainer alle, oder ich nenne es jetzt mal alle, Hundetrainer, egal wie sie sich nennen. Ja, ist überhaupt keine Frage. Die Verordnung sieht ganz klar vor, dass es die Ausbildung von Familienhunden ist und an das halten wir uns auch. Ja. Und auch vom Wissen und das Wissen, das wir verlangen, ist in diesem Bereich. Und kein Wissen im Problemhunde-Bereich. Das sind auch Familienhunde, oder? Basisausbildung. Ja. Das heißt ja nicht, dass es nicht trotzdem Trainer gibt, die tierschutzqualifiziert sind und sich auch in diesen Bereichen auskennen. Ja. Aber grundsätzlich, auf was ich hinaus will und was ich erreichen will, auch bei den Trainerinnen und Trainern, diese Selbsteinschätzung der Kompetenz, was kann ich machen, was kann ich nicht mehr machen. Im Bereich tatsächlich Problemhunde haben wir etwas in Ausarbeitung, darüber zu reden ist ein bisschen zu früh, das wird noch ein bisschen dauern, aber auch das wird von uns bereits bearbeitet. Wir sind erst gestern wieder zusammengesessen, haben an der Uni eine Arbeitsgruppe, um auch dieses Problem der Therapie, Verhaltenstherapie entsprechend anzugehen. Und da müssen wir natürlich die Tierärzte ganz klar mit einbinden. Bei Therapie ist ein tierärztlicher Vorbehalt. Sobald ich Therapie sage, ist ein tierärztlicher Vorbehalt. Und das müssen wir auch ins Kalkül oder in Betracht ziehen, dass Verhaltens- oder auffälliges Verhalten, störendes Verhalten oder Verhaltensstörungen oft ja auch medizinische Ursachen haben können. Ja? Und diese Verschränkung, das sehe ich schon als meine Aufgabe, dass jeder seinen Platz kennt, wo er steht und dann entsprechend agiert, aber auch weitersteht. Ja? Wer ist wieder die Messerlebensstiftung? So ist es, ja. Ich hätte noch eine zweite Sache. Welche Möglichkeiten habe ich als Hundetrainer oder auch als Hundehalter, wer auch immer, wenn ich erzählt bekomme, was mit den Hunden gemacht worden ist, welche rechtliche Handhabung habe ich, um Anzeigen zu machen, welches Beweismaterial brauche ich, damit ich überhaupt eine Chance habe?
Also das ist wie mit allen illegalen Tätigkeiten, ob ich Verdacht habe, dass da irgendeine Hanfplantage oder so ist. Je besser die Beweislage, umso leichter tun sich die Behörden, aber sie können auch jeden Verdacht melden. Also unsere Erfahrung ist, also Anzeigen aus dem Tierschutz kommen zu 80% anonym, die werden auch behandelt. Also selbst wenn sie ohne Namennennung nur einen Verdacht melden, geht die Behörde nach. Je besser die Beweislage, umso höher ist die Chance, dass das abgestellt wird. Je schlechter die Beweislage, umso größer ist die Chance, dass es eingestellt wird, weil man es nicht nachweisen kann. Aber wie geht die Behörde vor, wenn ich zum Beispiel sage, ich habe den Verdacht, dass ein bestimmter Hundetrainer so und so arbeitet? Ja, das wird abgeklärt. Wie funktioniert das dann? Wie ist der Ablauf? Die muss von sich aus tätig werden. Sie muss das abklären. Sie müssen nicht die Beweise liefern. Ja. Oder? Aber je bessere Beweise Sie von sich aus liefern, umso leichter tut sich die Behörde. Umso größer sind die Chancen. Aber es genügt, wenn Sie den Verdacht melden. Sie müssen das abklären. Also amtswegen vom Amt aus. Entschuldigung, noch kurz zu vereigen, wollte noch kurz was einwenden zu dem Punkt und dann bitte. Ja, also nur ganz kurz, also am besten ist es natürlich, wenn man Zeitpunkt, Ort, also Personen, die da dabei waren etc. einfach schon vorliegen hat, ja, dann hat man einfach einen Zeitpunkt der Tathandlung und das Ganze darf nicht länger als inzwischen ist es ein Jahr zurückliegen. Ja. Also beim Tierschutzgesetz ist es so, dass einfach nach einem Jahr verjährt das Ganze und insofern muss man sich da unter Umständen ein bisschen spüren. Danke. Mein Name ist Helga Witter, ich komme vom Verein Tiere als Therapie und ich wollte jetzt zu meiner Sitznachbarin auch noch ein Projekt vielleicht aufzeigen. Wir machen gerade ein Projekt mit dem Tierschutzverein Hunde aus dem Tierschutz, allesamt Listenhunde, 10 Hunde sollen zu Therapiehunden ausgebildet werden. Natürlich haben wir bei der Auswahl schon etwas geschaut auf charakterliche Eignungen. Was ich aber jetzt hier wirklich ganz mit Freude sagen kann, ist, dass sich die Hunde so toll entwickelt haben, aber natürlich nicht zuletzt auch, weil die Paten und Patinnen, die sie betreuen, mit einer Hingabe dabei sind und weil die auch sich unglaublich fachlich weitergebildet haben und das heißt auch ganz viel jetzt richtig machen. Und das, da komme ich jetzt wieder zu dieser Sache, Ausbildung für alle Tierhalter, Tierhalterinnen. Ich bin auch Hundeführerscheinprüferin. Ich finde, alle müssten sich einer zumindest Sachkunde-Schulung unterziehen. Bei jeder Küchenmaschine, bei jedem Auto nehme ich eine Gebrauchsanweisung. Nur bei zwei wichtigen Dingen, bei unseren Kindern und bei unseren Haustieren gibt es das nicht. Und es passieren einfach wirklich ganz, ganz grausliche Dinge, teilweise sogar aus Unwissen und nicht absichtlich. Aber es ist eine Herumreisterei. Ich wollte nur sagen, also noch unterstützt durch Fachwissen kann man wirklich ganz, ganz viel auch aus geschundenen Tieren wieder rekonstruieren und wieder hereinholen. Okay. Die Einladung zu weiteren Fragen noch bitte, sonst würde ich. Ah, okay. Also Fragen nicht wirklich, ich möchte einfach darum bitten, dass wenn man wirklich diesen Hundeführerschein für alle Rassen durchbringt und jeder muss das machen und jedes Bundesland oder wurscht was macht, dass man irgendwie den Leuten, die das machen, ein mega Leckerli gibt dafür, weil sonst passiert das Gleiche wie mit den Listenhund für Hundeführerschein und die Tierheime gehen über und die Hunde kommen nie wieder raus. Wurscht bei was für einer Rasse, wenn man den Leuten kein Leckerli gibt dafür, dass sie es machen. Okay. Dann noch eine naive Frage an die Experten hier. Wie schaut das eigentlich aus mit den sogenannten Listenhunden? Oder ist die Zucht noch erlaubt für gewisse Aggressionsmerkmale? Gibt es Einschränkungen bei der Zucht, dass man sozusagen gewisse Charaktermerkmale rauszüchten muss? Gibt es eine Regelung, wie viel gezüchtet werden darf? Oder ist das sozusagen der freie Markt eigentlich ganz gerne so reingefragt, weil immerhin, man darf nicht vergessen, das ist meine Wahrnehmung, ich bin selbst Hundehalter, hier reden viele Menschen, die mit Hunden leben, aber draußen gibt es auch viele Menschen, die nicht mit Hunden leben und die gewisse Vorurteile haben. Und wenn man diesen Vorurteilen auch nicht vielleicht aktiv begegnet, bleibt man sozusagen eine zweigeteilte Gesellschaft und tut dem Tier nichts Gutes. Ja, also es ist so, dass laut Tierschutzgesetz ist es verboten, seit 2005
die Aggressivität und Kampfbereitschaft eines Tieres durch einseitige Zuchtauswahl oder durch andere Maßnahmen wie spezielle aggressionsfördernde Trainingsmaßnahmen zu erhöhen. Also das ist einmal auf jeden Fall verboten, zumindest am Papier. Bezüglich Rassestandards etc. ist es so, dass das den Zuchtverbänden wieder obliegt. Also in welche Richtung oder mit welchen Tieren sie züchten. Also das ist gesetzlich nicht reglementiert bis eben auf die Qualzuchtmerkmale und die praktisch Wesensfestigkeit. Wesensfestigkeit? Nein, also halt also im Sinne von keine übersteigerte Aggression genetisch. Okay. Da habe ich noch eine Frage. Ja, ich wollte noch ein bisschen wissen, weil wir gerade über Rassisten gesprochen haben. In jedem Bundesland sind das ja teilweise andere Hunde. Wenn man sich die Beistatistik, sofern die vorhanden sind, anschaut, müssten ja schon längst Dackel und deutscher Schäferhund auf diesen Listen sein. Ich hatte das Gefühl bisher, dass diese Beistatistiken immer mehr im Hintergrund geraten, weil die Lobby einfach für diese Rassen relativ groß ist. Ist es gesetzlich irgendwo angedacht, da diese Listen mal zu überprüfen, wenn man sich die Beistatistiken anschaut, könnte ja doch unter Umständen ein bisschen anders werden. Eine Rassendiskussion will ich da nicht vom Zaun brechen. Die Rasseliste ist nicht zu halten, fachlich. Das ist obsolet. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Das politisch wegzukriegen, das ist eine einfache Lösung, oder? Man hat den schwarzen Peter und den nagel ich mir an die Wand. Darum ist das auch beliebt als einfache, primitive Lösung. Wegkriegen tut man das nur mit einer guten Alternative. Und darum wäre mir der Hundeführerschein für alle um die Rassen. Die plakative Alternative, weil dann tut die Politik auch mit, dann hat sie eine bessere Lösung dafür. Ne? Nur die Rasseliste weg, das tut es nicht mit. Die brauchen sichere Alternative, weil die trauen sie nicht finden. Okay, also ich denke mal, dass wir das vielleicht jetzt die Diskussion schließen können.